Ja, willkommen zu einem weiteren Video. Es geht weiter mit der Playlist Wurzelortskurve skizzieren. Wie gesagt, es gibt 9 Regeln. Das hier ist jetzt Regel 4 bis 5. Das erste Video war Regel 1 bis 3. Also wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann schaut mal in die Infobox. Da ist das nochmal verlinkt. Und dann am besten von Regel 1 bis Regel 9 alles durch, weil das baut halt aufeinander auf. Okay, wie gesagt, jetzt geht es um Regel 4 bis 5. Wir haben, wie gesagt, schon Regel 1 bis 3 mit der Symmetrie und so kennengelernt. Das setzt jetzt auch mal voraus, dass das bekannt ist. Deswegen fangen wir am besten direkt mit Regel 4 an. Diese besagt, die Asymptoten der ins unendlich strebenden Äste der Wok schneiden sich alle in einem Punkt der reellen Achse, dem Wurzelschwerpunkt. Seine Abszisse ist und dann eben diese Formel. Bedeutet, wenn wir im Endeffekt mehr Pol als Nullstellen haben oder mehr Null als Polstellen haben, dann kommen ja Äste aus dem Unendlichen oder gehen ins Unendliche und diese schneiden sich alle genau auf einem Punkt der reellen Achse und diesen Punkt nennt man halt Wurzelschwerpunkt und so einen Punkt, der halt eben genau auf der Achse liegt, der alle Asymptoten vereint, den nennt man halt Abszisse. Genau, man muss wieder wissen, n sind die Anzahl der Polstellen, m ist die Anzahl der Nullstellen, damit man weiß, was man hier in die Formel einsetzt. Und dann würde ich sagen, rechnen wir mal so einen Wurzelschwerpunkt aus. Wir sehen gleich auch nochmal genau, wo diese Äste ins Unendliche streben und wie man das Ganze dann zustande bringt. Also jetzt erstmal ein Beispiel zu dieser Regel halt. Wir haben jetzt eine Polstelle an der Stelle 3. Hier ist eine 3 natürlich, Entschuldigung. 3, 2. Hier eine Polstelle. Dann eine Polstelle an der Stelle 1. Das heißt, wenn wir jetzt genau diese Formel angucken, wir haben halt jetzt n Polstellen, das sind genau 2 Polstellen, und m Nullstellen, das sind genau 0 Nullstellen. Das heißt, wir teilen auf jeden Fall schon mal durch 2 minus 0, das ist genau 2. Dann summieren wir 2 Polstellen, den Realteil davon und den Realteil von 2 Nullstellen. Immer nur den Realteil nehmen. Wichtig ist, oder den Realteil von allen Nullstellen und den Realteil von allen Polstellen, wichtig ist, dass man eben genau die Nullstellen abzieht und die Polstellen immer addiert. Sprich, wir haben jetzt diese beiden Polstellen, wir machen also laut dieser Formel nichts anderes als den Realteil dieser Polstelle, das wäre zum Beispiel bei der ersten die 3, addiert mit dem Realteil der zweiten Polstelle, das ist die 1, minus alle Nullstellen, die gibt es aber nicht, dementsprechend ist das Ganze mit den Nullstellen hinten 0. Und dann durch n minus m, das war ja genau 2 Polstellen minus 0 Nullstellen, das Ganze ergibt dann genau 2. Also nichts anderes als Realteil einsetzen, ein bisschen Summen bilden und fertig. Hier n und m ist die Anzahl der Pol- und Nullstellen, also man summiert auch wirklich immer über alle Pol- und Nullstellen, die man hat. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Wurzelschwerpunkt und dieser Wurzelschwerpunkt, der ist jetzt genau an der Stelle 2. Das besagt uns jetzt, dass alle Asymptoten im Endeffekt genau in dieser 2 landen werden später, wenn man, also da liegen die Asymptotenwinkel drin, also wenn man die Asymptoten durchzieht, dann liegen die im Endeffekt alle in diesem Punkt. Die Asymptoten malen wir gleich mit dem nächsten Beispiel nochmal. Wir wissen auch aus dem vorherigen Video, dass eben genau hier auf dieser reellen Achse, auf diesem reellen Achsenabschnitt die Wurzelortskurve liegen muss. Und jetzt gehen hier halt irgendwie gleich die Asymptoten ab. Und wir wissen, alle Asymptoten gehen durch diesen Punkt. Das rechnet man genau mit dieser Regel aus, dieser Punkt 2. Mehr ist es nicht. Ein kleines anderes Beispiel nochmal dazu. Wir haben eine Polstelle an der Stelle 3 plus J3 und eine Nullstelle an der Stelle 4 minus J. Und eine Nullstelle an der Stelle 5 minus J, plus J7. Wichtig ist wieder nur die Realteile. Also wir nehmen jetzt den Realteil der ersten Polstelle wieder. Das wäre hier genau die 3. Minus den Realteil der ersten Nullstelle. Die erste Nullstelle hat den Realteil von 4, also minus 4. Wichtig, nochmal minus den Realteil der zweiten Nullstelle, also minus 5. Und das teilen wir jetzt genau durch n minus m. N minus m ist in dem Fall eine Polstelle minus 2 Nullstellen, also 1 minus 2, das ergibt genau minus 1. Das heißt, wir haben jetzt hier an dieser Stelle 3 minus 4 ist minus 1 und minus 5 ist dann halt minus 6 geteilt durch minus 1. Das ist genau 6. Also wir sehen, an der Stelle 6 liegt jetzt genau unser Wurzelschwerpunkt. Könnte man jetzt wieder schön in eine Wurzelauskurve in das Diagramm einzeichnen und dann im Endeffekt alle Asymptoten, wenn wir später die Regeln dazu kennen, verbinden. Um dann halt die Asymptoten auch aufzustellen. Also mit der Regel, wie gesagt, nichts anderes als einen Punkt berechnen. Dieser Punkt liegt auf der reellen Achse. Und dann ist man auch schon fertig. Die sollte, denke ich, fix gehen. Nur die Realteile halt betrachten. Genau, jetzt kommen wir zur Regel 5. Die Anstiegswinkel der Asymptoten, das ist jetzt nämlich wichtiger, weil wenn wir einen Punkt kennen, diesen Punkt, den wir eben gerade ausgerechnet haben, nämlich den Wurzelschwerpunkt, und den Winkel der Asymptote, also zum Beispiel, wenn er jetzt 45 Grad wäre, dann wissen wir, wir können diese Asymptote halt genau da durchzeichnen, weil wir kennen die Steigung und wir kennen auch den Punkt, auf den sie schneidet. Damit ist eine vollständige Gerade identifiziert und wir können halt genau diese Gerade einzeichnen. Deswegen ist dieser Winkel jetzt sehr wichtig. Und der Anstiegswinkel der Asymptote der Wok, oder die Anstiegswinkel der Asymptoten der Wok, die berechnet man sich über Phi i, also der Winkel ist gleich 2 mal i plus 1.
mal Pi durch n minus m. N und m ist wieder das gleiche, n Anzahl der Polstellen, m Anzahl der Nullstellen und i berechnet man sich über die folgende Regel. Und zwar ist das 0 bis n minus m, also alle ganzen Zahlen, alle natürlichen Zahlen von 0 bis n minus m. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Polstellen haben und eine Nullstelle, dann haben wir 5 minus 1 minus 1, dann haben wir 0, 1, 2 und 3. Also das sind dann alle Zahlen, die wir einsetzen können und alle Winkel, mit denen wir halt rechnen können. Also immer beachten, nicht nur die letzte Zahl gilt, sondern wirklich alle Zahlen bis zum Ende dieser Reihe. Meistens ist es aber so, dass halt gleich zum Beispiel das sich hier wieder zu 0 aufhebt. Also wir haben hier eine 2 Polstellen, eine Nullstelle, minus 1, dann haben wir halt 0 bis 0, dann setzen wir nur die 0 ein. Genau, dann zum vorherigen Beispiel habe ich jetzt nochmal drauf aufgebaut. Also wir nehmen wieder das Beispiel von hier eben, wo wir eben genau Polstelle 1 war 3, Polstelle 2 war 1. Das ist genau das, was wir hier haben. Jetzt wichtig, nicht eine Nullstelle ist 2, sondern n ist 2. N ist die Anzahl der Polstellen. Das sehen wir hier, wir haben 2 Polstellen. M ist gleich 0, weil wir haben keine Nullstellen. Und dementsprechend haben wir 2 minus 0 minus 1. Das heißt, hier steht quasi von 0 bis 1 geht das Ganze, weil 2 minus 0 minus 1 ist halt 1. Also ist i-Element von 0 bis 1. Ja, das ist wichtig, dass man beide nimmt. Dann, es existieren also zwei Asymptotenanstiegswinkel. Und hier habe ich jetzt nochmal dick drunter geschrieben, nicht das gleiche wie Austrittswinkel. Die Austrittswinkel sind deutlich schwerer zu berechnen und die kommen in Regel 5, in Regel 8 erst dran. Hier, das sind wirklich nur die Asymptotenanstiegswinkel. Also wo landet die Asymptote im Endeffekt, ja? Es kann also sein, zum Beispiel, wenn wir jetzt von hier eine Asymptote haben, die meinetwegen, wenn wir das Ganze jetzt mal abstrakt betrachten, nach oben geht. Aber es kann sein, dass trotzdem der Austrittswinkel aus den Polen, die hier aus dem aus der Polstelle rauskommen, nicht direkt nach oben schießen, sondern erstmal ganz woanders hingehen und erst im Endeffekt zu dieser Asymptote sich annähern. Also man berechnet hiermit einen Winkel, an dem wir, wenn wir k gegen unendlich gehen laufen lassen, eben ankommen, aber nicht den Winkel, mit dem wir auch wirklich aus der Polstelle austreten. Das macht man erst in der Regel 8. Also Asymptotenanstiegswinkel ungleich Austrittswinkel, unbedingt merken. Genau, dann würde ich sagen, rechnen wir jetzt mal die Phis aus. Es gibt wie gesagt den Phi 0 und den Phi 1, weil wir halt jetzt genau i gleich 0 und i gleich 1 haben. Setzen wir mal 0 ein, das ist einfach in die Formel 2 mal 0 plus 1. Also hier 2 mal i plus 1. Und dann mal Pi durch n minus m, das ist jetzt genau 2 minus 0. Das Ganze ist dann halt 1 mal Pi halbe, das ist genau Pi halbe. Wunderbar, wir haben also jetzt 90 Grad als ersten Winkel. Dann machen wir jetzt Phi 1. Das ist wieder genau das gleiche, nur dass ich halt für i jetzt 1 einsetze. Das heißt, wir haben 2 mal 1 plus 1 mal Pi geteilt durch 2 minus 0. Das ist genau 3 Pi halbe, also 270 Grad. Und das kann man sich jetzt eintragen. Wir wissen wieder, wie im Beispiel vorhin, ist ja genau die gleiche Aufgabe quasi. Wir haben die Pole bei der Stelle 1 und 3 liegen. Dann wissen wir aus der Regel, die wir in dem vorherigen Video gelernt haben, dass wir jetzt auf jeden Fall den gesamten Teil der reellen Achse hier in der Mitte abbilden. Wir wissen auch, unser Wurzelschwerpunkt, der lag genau bei 2. Und jetzt kennen wir noch unsere Asymptotenaustrittswinkel. Die liegen einmal bei 90 Grad. Und jetzt kommt hier unten das zum Spiel. Man erkennt, Phi i wird immer, oder man weiß, Phi i wird immer von der positiven Seite der reellen Achse gezählt. Sprich, wenn ich von der positiven reellen Seite der positiven Seite der reellen Achse liege, das heißt von dem Wurzelschwerpunkt aus auf der rechten Seite, von dort gehe ich 90 Grad. Das sind diese Pi halbe für Phi 1. Und da male ich jetzt meine erste Asymptote ein. Ich male die mal gepunktet, weil sie nicht unbedingt die Wurzelortskurve sein muss. Sie ist nur die Asymptote, gegen die die Wurzelortskurve im Endeffekt geht. Und dann muss ich nochmal als nächstes von der positiven reellen Seite 270 Grad gehen. Das Ganze sind jetzt 3 Pi halbe. Und da geht dann genau die andere Asymptote hin. Man erkennt, hätte ich jetzt 3 Punkte, hätte ich eben genau 3 dieser Achsen im Raum stehen. Dementsprechend, also hier Pi halbe, 3 Pi halbe, jetzt weiß ich, wo die Asymptote hingeht. Ich kann jetzt noch nicht fest sagen, ob die Kurve, also sie würde im Endeffekt so gehen, das kann man schon mal verraten, sie wird geradewegs rausgehen, das ist aber ein Sonderfall, dass eben sowas passiert. Dass man wirklich weiß, dass aus diesem Wurzelschwerpunkt das auch mit 90 Grad rausgeht, das berechnen wir später in einer anderen Regel, Regel 8 wie gesagt. Aber man weiß zumindest, selbst wenn jetzt mal utopisch gesehen das Ganze so rausgehen würde, irgendwann würde sich das Ganze gegen diese Asymptote annähern. Ja? Also dieser Fall stimmt jetzt hier nicht, aber im Endeffekt das Einzige, was wir wissen, die Wurzelkurve läuft im Unendlichen gegen diese Asymptoten. Und immer auch dran denken, die Pfeile einzuzeichnen. Also wohin die Wurzelkurve läuft, aus den Polstellen in die nicht vorhandenen Nullstellen. Genau, also ich hoffe, dazu ist jetzt alles klar. Wenn nicht, einfach gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr euch bereit fühlt, dann könnt ihr jetzt gerne auch nochmal die nächsten Videos dazu angucken. Es gibt noch die Regel 6, 7, 8 und 9. Und diese Regeln, wie gesagt, die sind auch noch ein Stückchen schwerer. Aber wenn man die dann auch noch drauf hat, dann kann man wirklich die gesamte Wurzelkurve skizzieren. Deswegen hoffe ich, ihr habt das verstanden und dann bis zum nächsten Video.